ist im Schweriner Landtag. Welche Klientel die Rechten wählt, zeigen diese Bilder aus Wismar. Gedreht bei einer Demonstration gegen die NPD. Die Demoroute führt an einem stadtbekannten Neonazi-Shop vorbei. Werwolf heißt der Laden. Der Name ist Programm. Das Interessante ist, wenn man mal diesen Nazi-Laden sich anschaut, hinter der Scheibe, es sind keine richtigen Scheiben, es sind Plastikfenster. Dort hinter befindet sich eine schwarze Sonne. Wir wissen bei uns alle, wo die schwarze Sonne herkommt. Es ist eine Sonne. Die Staatsmacht irgendwo zwischen erschrocken und hilflos. So sieht also der Kampf gegen rechts in Mecklenburg-Vorpommern aus. Die Neonazis nicht allzu beeindruckt. Nur mit Mühe gelingt es am Ende, immerhin einen Neonazi zu überwältigen.